Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video hier auf der neuen Strecke Southeastern High Speed. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute kümmere ich mich um die Einkaufsfahrt, um das dritte Szenario hier auf der neuen Strecke. 30 Minuten soll das Ganze dauern, 7000 Punkte für die Goldmedaille, diesmal 7000 glatt. Steuern Sie eine Class 395 während eines geschäftigen Feiertagswochenendes. Das Ganze startet wohl in St. Pancras und wo es hingeht, werden wir jetzt herausfinden. Das Ganze am 2.8.2012 soll das Ganze spielen, szenariomäßig. Interessant, wenn man bedenkt, dass alle anderen Szenarien eigentlich immer acht Jahre später stattfinden. Aber gut, vielleicht ist das einfach auch nur ein Tooltip-Fehler. Würde mich nicht wundern, weil es ja hier auch allgemein nicht ganz so stimmig ist. Oh Gott, bevor ich das Falsche starte. Wir starten einfach mal rein mit der Class 395. Willkommen in St. Pancras International. Wegen des verlängerten Wochenendes wird ein zusätzlicher Zug eingesetzt, den Sie fahren werden. Begeben Sie sich zum Führerschein, um loszulegen. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir fahren jetzt hinter dem Zug, der gerade rausfällt, hinterher. Wahrscheinlich. Dann steigen wir mal hier rein. Setzen wir uns hin und starten das Ganze. Generalschlüssel auf 1, Richtungswender auf neutral. Dann entriegel ich die Türen auf der linken Seite. Das war dann hier. Da halte ich den CTRL-Knopf für 2 Sekunden gedrückt. Wunderbar. Ich habe schon vergessen, wo die eine Leuchte war, aber die war ja, glaube ich, hier die VCB-Leuchte. Und während die Passagiere einsteigen, aktiviere ich nochmal AWS und die Driver Safety Device. Schön hier mit den All-Inclusive Holiday auf den Barbados Inseln, also auf Barbados. Huch. Dann kann ich wieder die Türen verriegeln. DRA deaktivieren, Richtungswende auf vorwärts und dann kann ich Leistung geben. Nächster Halt ist Stratford International in 4,5 Minuten. Ne, in 6,5 Minuten, my bad. 5,2 Meilen sind das, haben wir ganz noch zurückzulegen. Asch, es ist einfach schön, wie leise wir rausfahren. Wir schleichen halt einfach. Und sogar auf, ja doch, das richtig gleich, war ja standardmäßig. Dann in ein paar hundert Yards geht es dann auch ein bisschen schneller wieder voran. Jetzt geht es nochmal ein bisschen bergab, da muss ich jetzt wieder ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht so schnell fahre. 7000 Punkte ist ja zumindest das Ziel bei diesem Szenario. Kann man auch hier mal einen Screenshot machen fürs Thumbnail hier. Ach ja, ich muss noch Tagfahrt aktivieren. Hier in den Wohnhäuser oder Häuserschluchten. Das wollte ich sagen. Ich wollte eigentlich auf Wohnhäuser gehen. Ein Häuserschluchten trifft sehr deutlich besser als Wohnhäuserschluchten. Bisschen mehr nachbeschleunigen. Oh
Okay, ich wollte gerade fragen, ob ich noch gar nicht im TVM-Bereich bin, aber doch. So, jetzt kann es hochgehen auf 200 Kilometer pro Stunde. Dann beschleunige ich mal komplett durch. Ich merke keinen Unterschied mit der Helligkeit erhöhen und nicht. Ich wollte es nur mal kurz testen. Ja, 4,5 Meilen noch. Ich darf nicht vergessen, dass ich zum einen nicht runtergebremst werde. Und zum anderen kann natürlich sein, dass ich einfach irgendwelche Einstellungen nicht mache, die fehlen, aber ist ja nicht mein Main. Vor allem nicht hier die Class 395. Ist auch für mich ein neuer Zug. Aber es ist echt schon nice. Auch so die Mischung aus, ich bin ja jetzt vor etwa, gut, ich habe noch kurz mit Lavan gesprochen, vor ungefähr einer halben Stunde bin ich ja noch mit der Class 375 gefahren. Ist schon nice. Also die Class 375 ist natürlich auch relativ flink unterwegs. Aber ist auch mal schön hier so mit dem Schnell, mit dem Highspeed-Schwein, mit dem Schnellzug zu fahren. Wieso sag, hä? Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, fällt mir gerade auf, aber gut. Natürlich schon keiner Unterschied, so auch was das Bremsverhalten betrifft, aber die und natürlich auch die Geschwindigkeit. Obviously, aber auch der Class 375 ist ja relativ flink. So, runter auf 100. Ne, 130 waren das, ne? Never mind. Ich glaube, es waren 130 und dann auf 100. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich meine, das war einmal so. Kann das sein? Ich glaube, hier war es 100 und in die Richtung nach St. Pancras waren das dann... Richtung St. Pancras waren das 130. Obviously sind es denn hier nach Stratford International. Oder war es in die andere Richtung, Richtung Stratford International, wo es 100 war und nicht, wo es 130 war und nicht 100? Ich weiß nicht mehr. Aber das gilt ja jetzt hauptsächlich der Geschwindigkeitsbeschränkung, die allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung. Das ist jetzt... ne, das ist die 100 waren und nicht die 130 Kilometer pro Stunde als nächste Obergrenze als zugelassene Höchstgeschwindigkeit. So, jetzt kann ich schön mit 60 reinrollen, hab aber sogar noch anderthalb Minuten Zeit, bis ich dort sein soll, also pünktlich wie eh und je. Wobei, das soll ich nicht wirklich sagen, im S-Bahn-Verkehr, dann bin ich definitiv langsamer, aber später dran. So, nach Stratford International geht es dann auch wieder ein bisschen flotter voran, wieder mit 32. Dann können wir die Geschwindigkeit auch wieder ausfahren. Ach, schön, wie wir jetzt auch hier wieder langsam reinrollen. Ist einfach schön. Schon ein bisschen weit weg die Zeitung stand, ne? Renne ich da gleich hin oder nicht? Ist halt die gute Frage. Aber ich bin pünktlich genug. Ich glaube, ich habe die Zeit, um da eben fix hinzurennen, was aufzusammeln. Die Collection. Das Collectible. So, die Türen jetzt entriegeln. Die Fahrgäste einsteigen lassen. Ich steig nochmal kurz aus und guck, was man hier noch alles mitnehmen kann. 7 von 25 Zeitungen. Ich bleibe hier schon wieder überall hängen. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir eine Streckenkarte. Und jetzt muss ich mich, glaube ich, wirklich mal wieder beeilen, um auf die andere Seite wieder zum Zug zurückzukommen. Okay, ein bisschen Zeit habe ich sogar noch. Temporäre Isolierung.
So, Türen verriegeln. Bremsen lösen. Die Türen sind zu, dann können wir jetzt, kann ich mich auch langsam wieder beschleunigen. Nächster Halt ist dann Ebbsfleet International, wo wir dann vom Wechselstrom auf den Gleichstrom wechseln, glaube ich, war das so? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wo wir dann auf die Stromschiene wechseln. So, ich besteuere noch mal ein bisschen mehr. Eigentlich kann ich wahrscheinlich so noch deutlich weiter rein beschleunigen. Aber aktuell haben wir noch die 100 km pro Stunde als Richtlinie. Wir sind zwar auch nicht allzu lang als Zug, aber wir haben halt trotzdem noch eine gewisse Länge, deswegen. Okay, never mind. Dann geht es jetzt mit voller Leistung Richtung Ebbsfleet International. Interessanterweise haben wir keine Ankunftszeit. Im Gegensatz zu Stratford International. 15 Meilen sind wir dort, in Ebbsfleet. Aber komischerweise, also klar, wir sind natürlich ein Sonderzug und so. Wir sind ja ein Zug da wegen der hohen Frequenz, beziehungsweise wegen des hohen Bedarfs an Leuten. Aber ja, interessant, dass wir jetzt bei Ebbsfleet International keinen Zeitpunkt haben, wann wir dort sein sollen. Überrascht mich ja ein wenig, aber gut. Wie gesagt, hier bei Stratford International hatten wir eine Ankunftszeit, wenn wir nutzen sollten. Belohnung erhalten, 39 Meilen gefahren mit der Class 395. Ich habe das Gefühl, ich müsste noch TWPS noch aktivieren, noch die Isolierung. Da ich das Pedal ja auch betätige. Mache ich dann, also das aktiviere ich dann, also die Isolation, die aktiviere ich dann, oder die deaktiviere ich dann im nächsten Video, im nächsten Szenario, wo es dann wieder mit der Class 395 weitergeht. Sofern ich natürlich dran denke. Aber die Chancen sind da, dass ich dran denke. 13 Meilen noch bis Ebbsfleet. Ich würde ja schon fast sagen, dass es weiterhin dann keine Zeitangabe gibt, wann wir dort sein sollen. Keine Ankunftszeit. Ich bin zwar ein bisschen verwundert, aber gut. Ich gehe zumindest davon jetzt gerade mal aktuell aus. Das Schöne ist aber, dass es gleich bergauf geht. Kann ich nochmal trinken nachschinken. Ich finde, das ist ein schöner Blick, so mit dem Tunnel, wie jetzt alles so vorbeirauscht und es ist halt ein nicer Effekt, finde ich. Sieht gut aus. Der Moment, wenn Tunneldurchfahrten gut aussehen, das ist immer wieder nice. Okay, jetzt geht es steil bergauf, aber es geht auch wieder bergab. Wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Das heißt, wahrscheinlich muss ich gleich wieder. Ich meine, wobei es geht, glaube ich, gleich nochmal über eine Überführung, ein Überbauwerk, wo es dann dementsprechend halt klar bergab geht.
Also, wir sind schon eine Stelle hier. Nochmal ein schöner Kollege, der vorbeifährt. Warum auch immer das gerade so ein bisschen rumhakelt. Ah, da fällt mir auf, ich wollte eigentlich das Profil ändern von Games auf Standard oder energiesparend. Habe ich jetzt auch wieder vergessen. Vielleicht denke ich dann beim nächsten Mal dran. Oder ich bleibe einfach bei Games. Oh, die Geschwindigkeit können wir trotzdem noch weiterhin halten. Super. 7,3 Meilen noch bis Apps Fleet International. Das geht jetzt wieder relativ flott. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich angefangen habe zu bremsen. Meine Güte. Nimm es doch an, wenn ich schon beschädige. Toller Blick. So, da habe ich jetzt die 230 erreicht. Ich gehe nochmal bergauf. Hier haben wir das Überwerfungsbauwerk, was ich glaube ich meinte. Ich weiß es gerade nicht mehr, ob ich das meinte. Meinte ich das? Ich glaube ich meinte was anderes, oder ich hatte was anderes vor Augen. Echt nicht mehr, ab welcher Entfernung ich angefangen habe zu bremsen. War es ab 2 Meilen oder ab 3 Meilen? Ich kann es da gerade absolut gar nicht mehr einschätzen. Das TWM bringt noch nicht. Also dahingehend dürfte ich prinzipiell wahrscheinlich noch weiterfahren, aber... Auch schön hier. Oh. Und auf 200. Oder war es bei Apps Fleet, wo es dann schnell von 100, 130 waren? Ich muss noch ein bisschen nochmal nach. Ordentlich bergab hier. Ich komme gar nicht wirklich rein ins Bremsen. So, jetzt bin ich 160. Dann haben wir gleich da 170. Das geht wieder bergauf. Ah, oh, war es jetzt 130 oder 100? Geht bergauf, ich kann die Geschwindigkeit, ich muss gar nicht reinbremsen. Zumindest nicht so wirklich, 130 hätte ich zumindest schon mal. Ich weiß aber gerade nicht, ob es 100 oder 130 oder 100, okay, es war 130, wunderbar. Dann kann ich auch weiter ausrollen lassen, eine Meile noch. Die Geschwindigkeit, die kriege ich auch runtergebremst, denke ich mal. Und 30 wahrscheinlich gerade hier aufgrund der Weiche. Die Bremsen sind gut, die Bremsen sind gut. Darf ich nicht vergessen. So, 130, die haben wir jetzt. Aber wir sind gleich in der 130er Zone. Meine ich dieses Bauwerk? Ich weiß es nicht mehr. Oh, 70. Wir wechseln hier das Gleis, deswegen die 70. Das kam jetzt überraschend, Alter, als, ne? Ziemlich überraschend. So.
Lässt sich jetzt aber ein bisschen stärker reinbremsen, damit ich dann leichter am Ende noch bremsen kann. Schließlich gibt es ja direkt nach der Halteposition ein rotes Signal. Super gehalten, würde ich sagen. Das war nicht zu 1000% perfekt, aber zumindest nicht über das rote Signal rüber. Wechseln sie an das andere Ende des Zuges und beginnen sie die Rückfahrt nach London St. Pancras. Okay, daher weht der Wind. Also das Szenario war ja echt, war klar, dass das Szenario eine große Überraschung werden wird, weil halt nicht angegeben ist, wo es hingeht. So, das Ganze jetzt auf neutral, DRA aktivieren, Richtungswende auf aus, Generalschlüssel raus und wie ich gehe, steige aus. Nehmen wir noch mit, was hier noch mitzunehmen ist, in Apps Fleet International und gehe auf die andere Seite. Haben wir ja sogar noch kurz vorm Ende Zeitungen. Eine Sicherheitssignaltafel. Haben wir hier noch was? Okay. Hier gab es dann doch etwas ein bisschen. Am Ende gab es dann doch viel mehr, als ich dachte. So, dann setzen wir uns hier. Und deswegen haben wir auch hier den Gleiswechsel gehabt. Das ergibt natürlich auch wiederum Sinn. So, Generalschlüssel auf 1. Richtungswende auf neutral. CTRL 2 Sekunden lang drücken. So, Stromabnehmer hoch. Nochmal. Damit der Hauptschalter geschlossen ist. Dann warte ich jetzt noch bis 9. Gott, noch eine ganze Minute soll ich noch warten. Alles klar. Dann verriegel ich mal wieder die Tür auf der rechten Seite. Richtungswende nochmal auf vorwärts. Und ich habe die DRA vergessen. Dann kann ich jetzt auch langsam wieder beschleunigen. Jetzt werden die Bremsen lösen, langsam beschleunigen. Und weiter geht die wilde Fahrt. Beim Umsteigen dürft ihr nicht vergessen, wenn man hier den Führerschein wechselt auf die andere Seite, dass ihr dann eure Zugsicherheitssysteme auf der anderen Seite deaktiviert. Also ihr müsst sie dann auf der anderen Seite wieder deaktivieren, damit ihr sie hier quasi ihr müsst sie auf der anderen Seite deaktivieren, damit ihr nicht jetzt mittlerweile, wenn ihr jetzt einfach hier ganz gemütlich rausfahrt und plötzlich eine Zwangsbremse bekommt, weil ihr halt auf der anderen Seite das Ganze natürlich nicht mehr beschädigen könnt, weil ihr jetzt ja hier auf der anderen Seite sitzt. So, 7000 Punkte, easy going. Die werde ich sowas von easy erreichen. So, ich glaube, genau, 130, da war noch was. 130 für die Einfahrt in den Tunnel. Nächster Halt ist dann Stratford International. Um 9.34 Uhr 30 sollen wir dort sein. Also in roundabout 10 Minuten. Soll ich in 15 Meilen zurücklegen. Und die 130, die habe ich jetzt auch gleich deutlich erreicht. Ich beschleunige schon mal ein bisschen in den Tunnel hinein. Ich habe vergessen, ich muss hier noch die Tagfahrt aktivieren. Und dann kann ich jetzt auch beschleunigen auf 230 Kilometer pro Stunde. Zurück nach Stratford International, um im Endeffekt dann wieder in London St. Pancras International anzukommen. Ah, ich mag ja die Tunnel. Okay, abgesehen davon, dass wir jetzt wieder Tageslicht hier drin haben, aber die Tunneldurchfahrten sind doch schon echt nice. Mir gefällt das. Sieht gut aus, der Tunnel. Und dann, wenn wir dann noch mit Hochgeschwindigkeit hier durchrauschen, sieht das dann natürlich noch viel, viel nicer aus. Die falschen Tasten gedrückt. Ich wollte eigentlich einen Screenshot machen mit dem
Fotomodus, aber ich habe mal wieder die Tastenkombination vergessen. Ich nutze es einfach zu selten, aber ich fahre ja auch. Und die Screenshots, die ich dann meistens mache, die mache ich halt Steam-mäßig. Also über die Steam-Funktion. Aber nicht über die DTG-Live-Funktion. Aber jetzt kann ich auch wieder schön beschleunigen. 230 Kilometer pro Stunde ist ja das Maximum, was ich jetzt gerade fahren kann. Aber ich glaube, irgendwann werden wir das auch noch erreichen. Auf dieser Strecke, auf dieser Fahrt zurück nach St. Pancras. Aber erstmal halten wir eh nochmal in Stratford International. Zwölf Meilen. Auch auf, auch in die andere Richtung sieht super nice aus. Es ist einfach eine schöne Landschaft, kann man nicht anders sagen. Es ist ein bisschen merkwürdig, so auf der linken. Obwohl, nee, never mind. Auf der linken Seite fuhr man ja auch auf der LGV Mediterranee. Da war ja was. Hier schön wieder, ich glaube, meinte ich dieses Überwerfungsbauwerk? Ich weiß es echt nicht mehr. Irgendein Bauwerk meinte ich, es muss nicht das sein, das kann auch sehr gut sein, dass das Ganze auf der Stromschienen, auf dem Stromschienenabschnitt war. Ach, es ist schon echt sehr angenehm, wie smooth das Ganze hier läuft. Während ich das hier gerade aufnehme, läuft gerade die Premiere vom ersten Szenario. Lustigerweise. Da bin ich auch gerade am Durchrauschen. So, die 7000 Punkte sind sowas von in der Tasche, aber sowas von. Das geht jetzt hier wieder leicht bergauf. Rein, bevor es wieder doch wieder ein bisschen zu schnell wird. Ist auch nicht so eine super Perspektive für eine Nebenfahrt oder wie auch immer man es bezeichnen mag. Ich glaube, ich sollte eher auf der zweiten Leistung fahren. Oh, hier haben wir noch einen kleinen. Haben wir einen Bahnsteig? Wenn jetzt gleich hier wieder ein Gleis aus der Richtung rauskommt, dann. Ne, kommt's nicht, alles klar. Oh, nee, okay. Und das ist keine Sache, die wir erkunden können. Leicht reinbremsen und dann soll das auch gleich schon fast wieder bergauf gehen. Das war die Tastenkombination. Aber hä? Warum wurde das als Screenshot-Foto aufgenommen und nicht irgendwie? Na egal. Oder sonst auch mal das hat aus, oder nicht? Halte ich das aus? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir mal. Ich hatte das auf sonst auch gehabt, alles klar. Gut. Never mind. Bisschen nachbeschleunigen kann ich noch. Während die Tunneldurchfahrt ist einfach nein. Ich weiß nicht, warum ich das so auf dieser Strecke so sehr mag, aber gefällt mir schon sehr gut. Und wenn man nur noch 3,5 Meilen, fährt man gerade auf, das heißt, es geht gleich wieder in den Bremsvorgang. Aus dem Tunnel raus, dann sind wir auch in Stratford International.
war ja was. Bremsen und nicht beschädigen. Das war schon wieder ein leichter Automatismus aufgrund des Dings. Danach geht es auf 100 Kilometer pro Stunde runter. Ich muss ein bisschen mehr in die Eisen gehen jetzt gerade, glaube ich. Weil die Punkte halt trotzdem noch zusammenkommen, ne? Also so ist es ja nicht. Also ich verliere ja dadurch keine Punkte, wenn ich jetzt ein bisschen zu schnell bin. Interessanterweise. Was die empfohlene Höchstgeschwindigkeit zumindest betrifft. Im Abschnitt. So, 100 Kilometer pro Stunde erreicht. Das geht noch ordentlich bergauf. Leicht kann man gar nicht sagen, dafür geht es zu steil bergauf. Bisschen nachbeschleunigen. Und nicht allzu viel Geschwindigkeit verloren geht. Aber zeitlich gesehen, uff. Super, super pünktlich. Wenn das so weitergeht. Der Wahnsinn, wie pünktlich. Da kann ich ja schon fast mir noch was zu essen machen, während ich hier warte. Weil ich so früh bin. Signal, jetzt muss ich doch noch ein bisschen stärker reinbremsen. Vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker. Die Bremsen sind schon gut. Also man kann sich gut an den Zug gewöhnen, finde ich. Was das Bremsverhalten betrifft. Ich habe zumindest das Gefühl, ich bremse mit der Class 395 besser als mit der Class 375. Gott, oh Gott. Aber es ist gerade nur so mein persönliches Empfinden jetzt hier. Zumindest war das in der Vorfahrt, in dem Vorszenario jetzt nicht so super, das Bremsverhalten am Ende. Und weiter geht es nach London St. Pancras International. Ich glaube, es ist auch das allererste Mal, dass ich in St. Pancras reinfahre, sonst bin ich bisher immer nur rausgefahren aus St. Pancras. Das heißt, die Einfahrt wird auch wieder neu, aber ich gehe mal davon aus, runter auf ja 60 vor der Einfahrt und dann nochmal runter auf 40. Wenn es dann so richtig in den Kopfbahnhof ist, ist es ja, glaube ich, geht. Leistung geben. Hier wird scheinbar noch ein bisschen hier gebaut oder ausgebaut, der Bahnsteig. Da kommt dann nochmal ein Halt hin, dass er einen Zug halten kann. Auf alle Fälle wird gebaut. Es lag jede Menge Baumaterial rum. 8292 Punkte habe ich aktuell. Goldmedaille aber sowas von in der Tasche. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Dabei glaube ich 1300 Punkte über der Goldmedaille, aber 1322 um genau zu sein. 4 Meilen noch bis St. Pancras. Kein Stopp, keine Haltepunkt, keinen Zeitpunkt, wann wir in St. Pancras International sein sollen. Auf 200. Die haben wir aber noch nicht, also kann ich noch weiter beschleunigen.
Noch kann ich beschleunigen, aber ich muss auch bald wieder bremsen. Nehme ich jetzt runter auf 160 circa. Es geht noch leicht bergauf. Ich denke mal, dass ich jetzt aufhöre und die Schwerkraft ihre Arme machen lasse. Wahrscheinlich geht hier sogar runter auf 100 Kilometer pro Stunde. Na, 30 habe ich zumindest schon mal. Ich bremse mal weiter runter, da es in einer Meile runter auf 80 Kilometer pro Stunde geht. Ja, war richtig. Den Rest kann jetzt die Schwerkraft machen, letzten 10 Kilometer pro Stunde. Und ich kann dann auch kurz vor der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Kilometer pro Stunde nochmal mit der minimalen Bremse reinbremsen. Erstmal muss ich mich aber hier mit ein bisschen noch Geschwindigkeit hier, oder würde ich mich nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier aus dem Tunnel rausarbeiten. Wir haben jetzt schon die 80, alles klar. Deswegen hat es auch noch weiterhin geblinkt, ich verstehe. Dann bremse ich mal lieber sicherheitshalber runter, ne? Ich will ja keine Gefahrenbremse hier bekommen. Keine TVM, TPM, ach Gott, TPWS, so. Es ist wieder so hell hier. Gott, warum ist im Tunnel so hell? Ich sehe nichts. So, jetzt haben wir die 60 Kilometer pro Stunde. Da wir jetzt hier nicht den Gleichwechsel haben, müssen wir noch nicht runter auf 40, aber das kommt hier nach dieser schönen Passage. Wenn es dann wiederum in die Häuserschluchten reingeht, die angedeutet sind. Mal deutlich mehr reinbremsen. Da haben wir die 40. Hier haben wir den Gleiswechsel. Das Gleis kennen wir ja schon, da sind wir hergekommen. Da war schon noch der hintere Teil des Zuges noch auf der negativen Steigung. Und dann halte ich jetzt hier in London St. Pancras International wieder auf. Oh, wo haben wir eigentlich gestartet? War es Gleis 2 oder Gleis? Keine Ahnung. Plattform, wahrscheinlich kann ich sie nicht erkennen, weil es zu schnell mir vorbeigeht. Plattform 11 war das genau, ja. Glaube ich. War das 11? Habe zumindest Plattform 11 im Hinterkopf, dass es die gibt. Ich glaube, sie war hier. Okay, es ist Plattform 12. Nee, das ist das Datum, ne? Meint. Ist das Datum? Nee, das ist die Plattform. Türen. Entriegeln, warum bin ich jetzt aufgestanden? So, dann schalte ich jetzt den Zug aus, Richtungswende auf neutral, DRA aktivieren, oh Gott. Ups. Auf maximale Bremse. Spitzensignal auf aus. Richtungswende auf aus. Generalschlüssel rausnehmen. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben.
Das war die Einkaufsfahrt. 42,5 Minuten habe ich dafür benötigt. Zurückgelegte Entfernung 45 Meilen. Der beste Halteposition war Stratford International auf Gleis 3 mit 0, nee, never mind. Es war St. Pancras International auf Gleis 12 mit 0,215 Yards. Gesamtpunktezahl 9.657 Aktionspunkte. Und eine Goldmedaille. Sehr schön, wunderbar. Die Goldmedaillen, die kommen einfach nur wieder rein. Das ist eigentlich super Kurve, würde ich behaupten. Dann schauen wir nochmal kurz nach, gemeinsam, was uns morgen, im morgigen Szenario, im vierten Szenario erwartet. Das da lautet tückische Tunnel. Übernehmen Sie die Kontrolle über eine Class 395 und erreichen Sie sicher Ihr Ziel, während Sie laufende Wartungsarbeiten umfahren. Das Ganze startet dann in Gravesend, 5.950 Punkte für die Goldmedaille, 30 Minuten soll das Ganze dauern. Jo, schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Szenario auf der Southeastern Highspeed-Strecke wieder oder einem anderen Video von Train Sim World 2.